was ist sehr wichtig zu aufbauen eine Mannschaft, weil was erfährt auf dem Feld, meine Gefühl ist ein bisschen die Beziehung zwischen den Spielern, diese Kommunikation, alles diese kleine Sache macht den Unterschied. Ist nicht vielleicht taktisch, ist nicht vielleicht technisch, aber ist diese Beziehung zu sprechen, zu kommunizieren, zu vermitteln zusammen etwas. Vermitteln diese Stärke, wir sind eine Mannschaft und in die schwierigen Momente zu helfen, eine andere für die andere. Ist ein bisschen alles das, ich glaube, fehlt ein bisschen. Und für das, die erste ist zu diese Mentalität haben. Und wir brauchen für unsere Position diese Mentalität. Wir müssen kämpfen mehr von dem Gegner. Ja. Und keine andere Möglichkeit. Potenzial, wir können sprechen. Qualität von Spielern, wir können auch sprechen. Die Idee von dem Trainer, wir können auch sprechen. Die Systeme, kann auch sprechen. Aber die erste ist klar für uns in diesem Moment. Ist, kämpfen mehr von dem Gegner. Geben mehr auf dem Gegner auf dem Platz. Und nachher kommt alles die andere Sache. Kommunikation ist nicht nur sprechen. Du kannst nur nicht sprechen auf dem Feld, du kannst spielen. Du musst spielen. Und ich spiele technisch. Man ist sehr aggressiv mit dem Ball, wenn er den Ball hat. Macht Dribbling und dann scharfe Pass für den Gegner, für seine Mitspieler, für machen einem Tor und schießt am Tor. Aber mit dieser Aggressivität ist auch vermitteln. Ist auch, du sagst, hey, wir machen ein Tor. Wir haben nicht viele Tore gemacht im letzten Spiel. Und ist klar, fällt auch das, was ich sage, zu vermitteln, zu kommunizieren und kämpfen auf dem Platz. Und ist klar, ich muss verbessern. Das ist klar. Aber du musst adaptieren deine Idee, was passiert im Verein und die Spiele, die du hast und deine Mannschaft. Und klar, hier ist ein bisschen mehr schwierig, warum die Situation ist schwierig. Und klar, ich glaube, alle meine Ideen, was ich will machen mit der Mannschaft, mit der taktisch oder technisch, ist jetzt in dem Moment, ich glaube, nicht das wichtigste Thema. Ist die, was ich habe gesagt vorher. Und für den Moment, ich gehe ein bisschen mehr ruhig in alles diese Konzepte und diese Prinzipien. Ich gebe die Prinzipien, aber kleine Prinzipien, aber sie müssen super gemacht und dann wir gehen in die andere. Schritte nach Schritte, kleine Schritte, aber wir gehen vorne, wir gehen nicht zurück. Jedem Spiel, jedem Training, wir müssen besser sein. Vielleicht nicht zu viel, vielleicht, aber wir müssen besser sein. Und für das, ich will nicht jetzt 20 Informationen geben, alles wechseln und ja, wir haben keine Zeit. Qualität ist für mich ist eine junge Mannschaft mit 5, 6 Routiniere, 5 Routiniere. Das ist eine sehr gut Mix. Ich liebe diese Mix und die Mannschaft hat Potenzial. Aber die Probleme mit den Jungen, und ich habe auch viele Jungen in Luzern und in Lausanne gearbeitet, viele, in Lugano weniger, aber es ist ein bisschen ein konstanter Junge. Du musst akzeptieren, sie sind ein bisschen inkonstant. Aber die normal, sie sind ein bisschen, insouciant. Sie denken nicht zu viel auf dem Feld. Sie gehen und sie haben Spaß und ja, sie sind spontan. Sie sind spontan. Das ist eine große Qualität auch von den Jungen. Sie denken nicht zu viel. Aber im Moment, mit den Resultaten, sie verlieren ein bisschen das auch. Und vielleicht bleibt ein bisschen nur die inkonstant. Und sie müssen, es ist auch meine Arbeit, zu probieren zu haben, ein bisschen mehr Vertrauen in sich selber. Sie sind Jungen, sie müssen gehen auf dem Feld mit 100% Vertrauen und probieren. Was wir können nicht akzeptieren, sie probieren nicht. Mit mir, wenn du probierst, du hast kein Problem. Aber du probierst nicht, du hast Probleme. Ich glaube, wir müssen divisé. Auseinanderhalten. Auseinander. Spieler spielen auf dem Feld und meine Rolle. Für mich sind zwei Sachen komplett getrennt. Du kannst deine Rolle immer machen, aber nachher auf dem Feld, ich muss entscheiden für die beste Mannschaft. Aber deine Rolle wechselt nicht. Warum deine Erfahrung, Fabian Frahr ist die Spieler mit mehr Spiel in der FC Basel, kann nicht wechseln lassen. Das ist unglaublich wichtig für die Mannschaft und für den Verein mit Chaka und auch spiele gleich die Erfahrung mit Marvin oder Michelang. Rolle wechseln nicht, aber nachher ich muss entscheiden zu die beste Mannschaft. Aber deine Rolle bleibt das Gleiche. Sie sind Legende von FCB und sie bleiben das Gleiche. Und ich habe auch das erklärt mit dem Spiel. Ich habe mit diesen Spielern gesprochen.
In dem Moment ist die Mannschaft die wichtigste. Nicht wissen, was wir wollen machen, das oder. Aber ich habe gesagt, die Rolle wechselt nicht. Sehr ehrlich, ich habe gesagt, der erste Tag, wenn FC Basel fragt etwas, du musst da ja sagen. Du kannst nicht nein sagen. Klar ist mehr lustig, wenn du kannst spielen Champions League. Ja, sicher. Aber das ist auch eine unglaubliche Challenge, zu retten diese Saison. Das ist eine unglaubliche Challenge zu machen. Wir haben auch die Pokal, wir sind im Viertelfinale von Pokal. Und in 3 Spielen, du kannst auch einen Titel gewinnen im FC Basel. Das ist auch eine gute Challenge. Und die Meisterschaft, ja, gerettet diese Saison und probiert zu bleiben, die mehr auch möglich. Ich weiß nicht wo. Aber mehr auch möglich. Wir sehen. Aber es ist eine fantastische Challenge. Für das ich habe vielleicht eine Sekunde für denken. Und ich habe klar gesagt, ja. Es sind die letzten 20 Jahre, ich glaube, 14 Jahre. Du kannst nie gedenken, FC Basel ist in dieser Situation. Ja, es ist unmöglich. Und auch im Ausland, wenn sie sagen, ja, super FC Basel und super. Und klar, normal, sie sehen nicht so viel in Spanien, vielleicht die Schweizer Meisterschaft, du weißt. Und ich habe die erste Nachricht war immer unglaublich, FC Basel, großer Verein und klar, Champions League und Meister und alles das. Aber nachher, ich glaube, sie gehen im Sofascore, ich weiß es nicht, und ich sehe klar die Tabelle. Und die nächste Nachricht war, wow, so große Challenge. Du weißt, das ist klar, nicht auch im Ausland, FC Basel ist nur die Meister oder die beste Verein in Schweiz. Du kannst vielleicht in die 4. Position, 5., okay, nachher 11 Spiel, aber nicht in diese Situation. Und das ist klar, das war ein bisschen unmöglich. Für das auch ist für mich eine große Challenge und ich glaube, es ist eine große Möglichkeit. Was ist sehr wichtig, was ich will sehen Sonntag, ist ja eine kleine Schritte vorne. Wenn es eine große ist, besser, aber ja, Minimum eine kleine Schritte vorne von meiner Mannschaft. Im Defensive, Offensive, Umschalten, stehende Bälle, Einstellung. In all diese Punkte, ich will klar eine Schritte vorne. Ich will sehen, eine Mannschaft will gewinnen.